Hallo zu einem neuen Video. Heute sehen wir uns sowohl in der Theorie als auch in der Praxis das Thema Bewegungsdaten und Stammdaten näher an. Bevor es nun losgeht, bitte ich euch noch, meinen Kanal zu abonnieren, damit ich noch viele weitere Videos für euch machen kann. Und jetzt ganz viel Spaß mit diesem Video. Beginnen wir nun mit den Bewegungsdaten. Was sind Bewegungsdaten? Das sind jene Daten, die aus Transaktionen erfasst werden. Eine etwas näher definierte Aussage wäre, Bewegungsdaten verändern sich fortlaufend und haben in der Regel einen zeitlichen Bezug. Man kann auch dazu sagen, die Daten sind dynamisch. Vertiefen wir diese Definition mit ein paar Praxisbeispielen. Dazu habe ich einen Screenshot mitgebracht aus einem Mobiltelefon, in dem man sieht die letzten Transaktionen, welche ausgeführt wurden. Wie ihr seht, haben wir hier für jede Transaktion einen bestimmten Zeitpunkt als auch Betrag, der hier erfasst wurde. Auf dem zweiten Screenshot oder auf dem zweiten Beispiel kann man das technisch besser sich vorstellen. Und zwar habe ich hier die einzelnen Transaktionen mit einer ID von 1 bis 5 sowie einem Datum hier im Jahre 2017 und noch viele weitere beschreibende Attribute wie Customer, Produkt, Adresse, Menge und so weiter und so fort. Wie ihr seht, sind das Daten, die transaktionell sind und häufig in Rechnungen, Bestellungen, Lagerbestände vorkommen. Sehen wir uns dazu ein Beispiel auf einem SQL-Server an, um das noch weiter zu vertiefen. Ich befinde mich nun am SQL-Server und habe dort die AdventureWorks-Datenbank, welche eine Beispieldatenbank ist. Darin gibt es nun viele Tabellen, gemischt als Transaktionsdaten oder auch Stammdaten. Und wir sehen uns, Bezug nehmend zu den Bewegungsdaten, nun eine exemplarisch an. Dazu gibt es im Bereich Sales im Verkauf, die Tabelle Sales Order Detail, welche schon einen Hinweis liefert, dass es um Bestellungen bzw. Bestellungsdetails handelt. Wenn wir nun diese Tabelle öffnen, sehen wir, dass es nun eine Bestellungs-ID gibt, sowie eine Detailstufe nochmals darunter, die einzelnen Positionen, als auch die Menge, Produkt, Unit Price, Rabatte und der Zeilenbetrag. Wie ihr seht, besitzt nun diese Bestellung einen transaktionellen Charakter und kann somit als Bewegungsdaten eingestuft werden. Kommen wir nun zu den Stammdaten. Stammdaten sind nun im Vergleich zu Bewegungsdaten relativ statisch. Das heißt, dass sie nur in Ausnahmefällen verändert werden. Eine Definition zu Stammdaten könnte folgendermaßen lauten. Und zwar sind Stammdaten jene Grunddaten, die über einen gewissen Zeitraum nicht verändert werden. In der Praxis können das Daten zu Kunden und Auftraggebern sein, zu Mitarbeitern, zu Produkten, Artikeln oder auch Lieferanten. Sehen wir uns nun ein Beispiel aus der Praxis an, und zwar auch am SQL-Server in der AdventureWorks-Datenbank.
Wenn wir uns nun ein Beispiel hier ansehen, dann fällt mir auf die Tabelle der einzelnen Mitarbeiter, die eine eindeutige ID besitzen, sowie eben Stammdateninformationen wie der Vor- und Nachname oder Mittelname und auch E-Mail-Promotion oder zusätzliche Kontaktinformationen. Fassen wir nun diese beiden Daten nun in ihren Unterschieden zusammen. Als ersten Punkt kann angeführt werden, dass Bewegungsdaten zeitpunktbezogen sind. Das heißt, Bewegungsdaten haben im Unterschied zu Stammdaten keine dauerhafte Gültigkeit, sondern nur einen Zeitpunkt, an dem sie gültig werden. Ein weiterer Punkt wäre, bei Bewegungsdaten kann immer nur eine gültige Version eines Objektes oder Datensatzes existieren und nicht wie bei Stammdaten, wo mehrere gültige Versionen mit unterschiedlichen Gültigkeitszeiträumen möglich sind. Nun sind wir am Ende dieses Videos. Ich hoffe, ich konnte euch dieses Thema näher bringen. Falls ihr Fragen dazu habt, hinterlasst mir einfach einen Kommentar. Ich freue mich darauf. Tschüss, danke und bis bald.